Hier seht mal. Taschen, Dokumente liegen rum hier bis jetzt. Hier war eine Auflistung der enthaltenen Dokumente. Irgendwelche Tropfer, schaut mal. Persönliche Sachen und Medizin, ihr könnt alles sehen. Liegt immer noch hier rum. Keiner fasst es an. Niemand rührt es an. Es wäre eine Sünde. Liegt immer noch so, wie es lag von Anfang an. Tag 80 seit dem Absturz der MH17 hier in Donetsker Region, in der Nähe des Dorfes Grabovo. Die Boeing 777 war unterwegs von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Teile des Flugzeuges und persönliche Sachen sind immer noch über ca. 30 Quadratkilometer verteilt. Wir hörten zwei Knalle. Den ersten Knall hörten wir, als wir im Haus waren, den zweiten Knall, als wir rauskamen. Es war viel lauter. Es drehte sich in der Luft. Ein grauer Kasten fiel runter rechts. Links fiel etwas Rotes. Als die Teile runterkamen, war ich hinter dem Hügel. Das Flugzeug explodierte und fiel so runter. Wir wurden bombardiert, dabei fielen wir auf den Boden. Aber diesmal haben wir den Flieger gehört. Das, was ich hörte. Dann gab es einen Knall und schwarzer Rauch kam von der Seite. Es flog, aber wir sahen die Fenster nicht. Es war knapp über den Bäumen. Ein paar Minuten später hörten wir ein wegfliegendes Flugzeug. Ein klarer Ton eines wegfliegenden Flugzeuges. In die Richtung. Es gab zwei Flugzeuge. Flughafen Schiphol, 3 Stunden vor der Tragödie. Der Flug MH17 verließ Amsterdam nach Kuala Lumpur nach Plan. 293 Passagiere und 15 Mannschaftsmitglieder gehen an Bord. Dieses Video wurde von einem der Passagiere aufgenommen, wenige Minuten vor dem Start. Firdaus bin Abdul Rahim, der erste Offizier. Er sollte das Flugzeug beim ersten Teil der Reise steuern. Er rief mich vor jedem Flug an, aber diesmal rief er später an. Ich konnte nicht gleich rangehen, so rief er nochmal an. Ich nahm den Hörer und er sagte, Mom, ich fliege gleich. Normalerweise rief er an, wenn er ins Hotel kam, wo auch immer das war. Er sagte, dass alles passt. Er ist gut gelandet und ruhte sich aus. Er rief an, bevor er zum Flughafen fuhr, um mir zu sagen, dass er fliegt. Es war das Letzte, was er mir an dem Tag sagte. Zwei Stunden nach dem Start trat das Flugzeug in den ukrainischen Luftraum ein. Zu diesem Flugzeug sind die Passagiere beinahe fertig mit dem Essen. Service wurde beendet, manche Passagiere schlafen. Die Flugbegleiter bereiten vielleicht das nächste Essen vor, um ein Frühstück vor der Landung zu servieren. In Juli werden im Osten der Ukraine Kämpfe geführt. Staatstruppen gegen Milizen von den selbsternannten Lugansk- und Donetsk-Republiken. Trotzdem bleiben Flugkorridore über dem Land offen für den Durchflug. Es ist nur verboten, in Höhen unter 8000 Meter zu fliegen. Die malaysische Boeing flog auf 10.000 Meter und war kurz davor, in den russischen Luftraum einzutreten. Um 16.21 Uhr lokaler Zeit übermittelte MH17 seine letzte Position. Malaysische MH17, Flugnummer 330. Malaysische 17, guten Tag, haben Kontakt. Malaysische 17, ja. Dnipropetrovsk, das ist Rostov 1. Können Sie der Malaysie bitte Kurs nach Rostov.RND geben? Wir haben hier 3 davon.
Für Malaysia 17. Ja, wir bringen sie zurück zum Punkt TIKNA. Gut. Um 17.09 Uhr Moskauer Zeit ging Info durch Volga Funk, dass Flugzeug um 23 Minuten in unserem Luftraum eintritt. Aber es kam nicht dazu. Der ukrainische Lotse fragte nach, ob der Flug mit uns Kontakt hatte. Die Antwort war negativ. Er fragte, ob wir das Flugzeug am Radar sehen, aber wir sahen es nicht. Rostov, seht ihr Malaysia? Antwortet sie. Nein, es scheint, das Ziel zerfällt. Fragmente des Flugzeugs fallen runter auf ein Feld in der Nähe des Dorfes Grabowo. Dieses Land wird von der Netzka Miliz kontrolliert. Der Kommandant einer der Milizengruppen, Oleg Vtulkin, war einer der ersten auf der Absturzstelle der malaysischen Boeing. Er hat dieses Video mit seinem Mobiltelefon aufgenommen. Es ist 17 Uhr am 17. Juli 2014. Ein Zivilflugzeug. Wieso mochten ihn die Nazis nicht? Das ist eine Provokation. Ein Haufen Leichen. Oleg, lass uns fahren. Diese Ansicht ist nicht angenehm. Schwer, sich hier aufzuhalten. Es war schrecklich, was ich hier sah. Am liebsten würde man gar nicht hinsehen. Weiter unten an der Straße lag ein Mädchen. Es gab viele Kinder. Es waren 298 Menschen an Bord, inklusive 80 Kinder. Die meisten waren Staatsbürger von Niederlande. Ich gehe und sehe viele Menschen hier, sehe weiße Flecken. Es lag eine Leiche hier, aus dem Flugzeug gefallen. Da drüben fielen Kinder runter. Oh Gott, wofür das alles? Ich brachte Blumen dorthin und stellte Kerzen auf. Habe dort so kleine Kinderschuhe gesehen. Oh Gott. Momente vor dem Desaster sahen die Anwohner des Dorfes Grabowo ein anderes Flugzeug am Himmel. Ich hörte zwei Knalle, zwei Schüsse, so wie wir sie oft hören, und eine große Explosion. Ich schaute nach oben, der Lärm war stark. Die Flugzeugbewegung wurde durch ein Brummen begleitet und auf dieser Seite über uns hörte ich noch ein Brummen. Ich blickte nach oben und sah noch ein Flugzeug, ein kleines Militärflugzeug mit einem silbernen Boden. Also es war 100% ein zweites Flugzeug da. In der Nacht des 17. Juli, das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine sehr spezielle Aussage. Die ukrainischen Luftstreitkräfte operierten nicht an diesem Tag. Peter Heisenko ist ein deutscher Pilot mit einem langen Dienstweg. Er flog die meisten modernen Passagierflugzeuge während seiner Karriere. Er hat sich für die Geschichte interessiert, nachdem er ein Foto von der Absturzstelle gesehen hat. Diese Bilder, die habe ich gefunden am Freitagabend. Gegen 6 Uhr nach diesem Abschuss. Und es war dieses Bild, was mich so, ja, speziell dieses Bild von dem Cockpitteil, was man sieht, was direkt auf der Kapitänseite des Flugzeugs ist. Und man kann in diesem Bild sehen, dass sehr gezielt direkt auf den Piloten geschossen worden ist. Es ist das große Loch dort. Und dieses Loch trifft genau die Bauchgegend des Piloten. Und das ist, also wenn man sich das vorstellt, ich bin ja fasziniert, das habe ich
also es war ein Glücksfall, dass ich es in dieser Auflösung im Internet unter Google Images gefunden habe. Und ich mache es mal auf Vollbild. Dann sieht man es in seiner Gänze. Und was hier sofort auffällt, das sind hier Einschüsse, etwa von einer 30 mm Kanone. Und jetzt kommt das Spannende. Hier ist auch ein Einschuss vielleicht, aber es war ein anderes Geschoss. Mehrere Tage später, russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Daten über ein zweites gesichtetes Flugzeug kurz vor der Tragödie, nicht weit der malaysischen Boeing, das die Aussagen der Augenzeugen bestätigt. Aber viele bezweifeln die Fähigkeit der Su-25, eine Höhe von 9000 Meter zu erreichen. Man findet in Wikipedia, wenn man die Su-25, das Flugzeug, von dem gesagt wird, dass es sich in der Nähe dieser MH-017 befunden haben soll, dann findet man plötzlich Einträge, Dienstgipfelhöhe 7000 Meter. Einige Monate vorher war an derselben Stelle, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version, circa 10.000 Meter. Das ist verändert worden im Vorfeld dieses Absturzes. Und die Sache geht noch weiter. Selbst das Fliegerlexikon, das deutsche, hatte noch bis letzten Monat als Dienstgipfelhöhe 14. Ja, und ich kann das nachweisen. Ich habe hier einen Screenshot aus dem Fliegerlexikon vom 1.8.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe uneingeschränkt mit 14.600 Meter angegeben. Und dann habe ich den Screenshot von demselben Provider vom 1.9.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe mit 7.500 Metern angegeben und nur noch gesagt, dass die SU-25 im Test 14.600 Meter erreicht hat. Also der... Das Flugzeug Su-25 hat ein gutes Leistungsgewichtsverhältnis. Es kann sehr schnell die Höhen von 9200 bis 9600 Meter erreichen und sich dort eine ausreichend lange Zeit aufhalten, um bestimmte Aufgaben zu erreichen. Der Pilot hat eine reine Sauerstoffversorgung, die ihn über 30 Minuten versorgen kann. Ich persönlich bin öfter in dieser Höhe geflogen, ohne irgendwelche gesundheitlichen Probleme davonzutragen. Die Bewaffnung des Flugzeuges erlaubt es ihm, das zu erreichen, was mit der Boeing gemacht wurde. Entweder eine Luft-Luft-Rakete abschießen oder sogar mit Bordkanone angreifen. Dieser Su-25 Kampfdüsenflugzeug, NATO-Codename Frogfort im russischen Aviationszentrum Lipetsk, ist zu den ukrainischen absolut identisch. Ich zeige euch jetzt die Bordkanone. Das Kaliber beträgt 30 mm, zweiläufige. Hier vor euch das Munitionsvorrat dieser Kanone. Momentan läuft der Ladevorgang an dem Flugzeug. Die Schussfolge beträgt über 2000 Schuss in der Minute. Die Schussweite beträgt ab 300 Meter bis zu 2 Kilometer. Mindestschussweite 300 Meter, um nicht in die Splitterwolke zu kommen. Hier am rechten Bereich des Steuerknüppels sehen Sie den Abzug für die Bordkanone. Die russischen Luftstreitkräfte willigten ein Experiment ein, um zu sehen, wie die Schäden einer 30 mm Kanone aussehen würden. Das ist exakt die Kanone, die am Su-25 verbaut ist.